Frankfurt, Brüssel, Genf, Paris, London, Turin. Jahr für Jahr treffen sich die Großen der Automobilindustrie zur internationalen Leistungsschau. Jahr für Jahr gibt es Neues, nicht nur für Autofans. Im Vordergrund stehen Verbesserungen, Neukonstruktionen, die Autos sicherer machen, zuverlässiger, einfacher, leistungsfähiger. Und wie der Personenverkehr heute und morgen auf das Auto nicht verzichten kann, so braucht die Wirtschaft, so brauchen wir alle auch in Zukunft das Nutzfahrzeug. Denn 75% aller Transporte rollen über die Straße. Magirus Deutz ist mit seinen robusten, bis ins kleinste technische Detail ausgereiften Konstruktionen richtungsweisend im internationalen Lkw-Bau und damit echter Partner im Transport. Das technische Grundkonzept der Magirus Deutz Fahrzeuge ist auch für die verschiedenen Aufbauhersteller von großer Bedeutung. Konstruktion und Versuch. Entwickeln und testen Fahrzeuge auch nach den Kriterien für Fremdaufbauten. Davon profitiert zum Beispiel dieser Müllwagen. Oder dieser 8-Tonnen-Tanker. Oder diese schwere Sattelzugmaschine mit einem Auflieger für Spezialtransporte. Wie sich das Zusammenspiel von Konstruktion und Versuch bei Magirus Deutz bezahlt macht, zeigt sich später im Einsatz. Wenn der Magirus Deutz Güter im Langstreckenverkehr befördert, wenn der Magirus Deutz im Nah- und Verteilerverkehr gefahren wird, wenn der Magirus Deutz mit Kommunalaufbau tagtäglich schwere Einsätze schafft, wenn der Magirus Deutz beim Lösch- und Rettungseinsatz Menschen hilft oder wenn der Magirus Deutz unter schwersten Geländebedingungen sein Geld verdienen muss. Da gehört schon ein harter Brocken ran, wenn Fahrgestell und Motor diesen Beanspruchungen standhalten müssen. Basiskonzept bei Magirus Deutz, der Baukasten. Oder besser gesagt, ein ganzes Baukastensystem, mit dem sich alle diese Fahrzeuge bauen lassen. Einige hundert Fahrzeugvarianten, maßgeschneidert für jeden Einsatz. Zum Beispiel dieser kleine Kipper, auch ein Produkt aus dem Baukasten. Die Grundbausteine dieses Baukastens sind erstens der Rahmen, zweitens die Achsen, drittens das Kraftpaket, der luftgekühlte Deutz-Dieselmotor, Kupplung und Getriebe, viertens das Verteilergetriebe und fünftens die Fahrerhäuser. Und damit diese Fahrzeuge den Forderungen der internationalen Märkte voll entsprechen, hat Magirus Deutz ein modernes Versuchsgelände gebaut. Eine speziell für Lkw geschaffene Prüfstrecke. Eine der modernsten in Europa. Auf diesen Marterstrecken mit einer Gesamtausdehnung des Geländes von 140.000 Quadratmetern werden die Magirus-Fahrzeuge in die Mangel genommen. Es gibt kaum einen Fingerbreitboden auf der Welt, der hier nicht praktisch simuliert werden könnte. Und weil eben auch die besten Computer nur theoretisch simulieren, wird bei Magirus Deutz unter härtesten praxisnahen Einsatzbedingungen getestet. Auf den übelsten Straßenbelägen, in Sand, Schlamm und Sumpf, auf Steilpässen und in Tauchbecken wird hier im Dauertest erprobt. Auf der Betonverbindungsstrecke mit Hindernissen bis zu 400 mm werden Rahmen und Achsaggregate extremsten Verwindungen ausgesetzt.
Wie durch eine Nabelschnur ist das Fahrzeug mit dem Messwagen elektrisch verbunden, wenn ohne Telemetrie geprüft wird. Messwertaufnehmer am Kipper geben über ein Kabel die Messdaten an Verstärker und Registriergeräte im Messwagen weiter. Rahmen, Achsen und Federn werden härtester Beanspruchung ausgesetzt. Hält das Material diese Belastung aus? Stimmt die Konstruktion? Wo muss noch verbessert werden? Teamarbeit wird bei Magirus Deutz großgeschrieben. In den technischen Büros ist jeder Mitarbeiter ein Könner in seinem Metier. Das Zusammenspiel zwischen Konstruktion und Versuch garantiert den hohen Qualitätsstandard der Magirus Deutz Fahrzeuge. Hier geht es zum Beispiel um eine Verbesserung am Fahrersitz. Hier wird der Luftfilter kritisch geprüft. Und diese Gruppe sucht nach dem bestgeeigneten Stoßdämpfer. Geben die Testergebnisse noch nicht genügend Aufschluss über das Teil, wird nochmals geprüft, geprüft, geprüft. Und hier findet sich dann der Stoßdämpfer wieder. Erst wenn das Teil die Dauererprobung bestanden hat, entspricht es den Qualitätsbedingungen von Magirus Deutz. Wenn notwendig, werden die Ergebnisse mit modernsten elektronischen Rechenanlagen ausgewertet und weiterverarbeitet. Mit hochwertigen technischen Geräten und speziell entwickelten Prüfständen werden die LKW und Teilaggregate auf Herz und Nieren geprüft. Denn Erfahrungen werden im Hause gesammelt. Diese Tests dann bezahlt machen, das zeigt sich bei härtester Dauerfahrt im Testgelände. Da kommt es auf die Aufhängungen an, wenn der Wagen Stunde um Stunde auf der Verwindungsstrecke seine Bahnen zieht. Da kommt es auf den Rahmen an, wenn das Fahrzeug diese Belastungen aushalten muss. Da kommt es auf das Fahrerhaus mit seiner Fahrerhauslagerung an, wenn solche Stöße abgefangen werden müssen. Und da kommt es auf die Achsen an, die diese Belastung ohne Schaden überstehen müssen. Während der 130D 15FL noch auf der Rüttelstrecke ist, wird schon der nächste Test vorbereitet. Ein Verschmutzungstest. Auch Verschmutzen will gelernt sein. Durch gezielte Änderungen am Fahrerhaus wird die geringste Verschmutzung der Scheibenflächen gefunden. Denn gute Sicht ist ein Sicherheitsfaktor. Für die Fahrsicherheit des Magirus Deutz LKW ist kein Test zu viel.
Durch den künstlich erzeugten Verschmutzungsnebel werden praxisnahe Fahrbedingungen erzeugt. Ein LKW muss funktionell, aber nicht hässlich sein. Magirus Dolz baut formschöne Lastkraftwagen auch für das Auge. Das Gesicht der Fahrerhäuser für Frontlenker und Haubenfahrzeuge fügt sich harmonisch in das heutige Straßenbild ein. Magirus Dolz LKW sind robuste Spezialisten, die genau das tun, wofür sie bezahlt werden. Nämlich arbeiten, arbeiten, arbeiten. Auf der Straße, im Gelände, am steilen Hang und im größten Dreck. Dieser M310 D26 steht heute mit Wasser- und Schlammdurchfahrten auf der Prüfliste. Vor Beginn des Tests wird der 3-Seiten-Allradkipper 6x6 überladen und auf mehr als sein Gesamtgewicht von 26 Tonnen gebracht. Dann ist es soweit. Trotz Überladung zeigt der 26-Tonner, was er kann. Im Schlammloch. In diesem bodenlosen Grund zeigt sich, ob die Differentialsperre den Belastungen standhält. Ob die Bodenfreiheit ausreicht. Ob die richtige Bereifung gewählt wurde. Oder ganz einfach, wie er durchkommt. Auch die Bremsverschmutzung und die Dichtigkeit verschiedener Aggregate werden jetzt geprüft. Eine Stichprobe am Luftfilter zeigt, dass das Luftfiltersystem auch einem Schlammbad gewachsen ist. Dann geht es wieder in den Versuch. Nach den Verschmutzungseinsätzen werden einzelne Aggregate, wie etwa die Achsen, demontiert und zur Untersuchung weitergegeben. Damit die Tests ohne Pause weiterlaufen können, wird eine zweite Versuchsachse vor ihrem Einsatz genauestens durchgemessen und geprüft. Jetzt ist es soweit. Die Ingenieure von Konstruktion und Versuch prüfen die letzten Testergebnisse, diskutieren Teil für Teil nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Jetzt geht es um die Verantwortung für Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. Besser alles größer und robuster auslegen als umgekehrt. Besser stärkeres und verschleißfesteres Material als umgekehrt. Besser zu viel als zu wenig. Während die Tests für diesen Allradkipper im Endstadium sind, haben die Kollegen für den 310 PS Frontlenker schon im Morgengrauen eine Lenkkraftmessung angesetzt. Auf dem Messlenkrad wird der Schreiber montiert und über einen Druckschlauch eine Verbindung zum Lenkgetriebe hergestellt. Beim Test wird eine große 8 gefahren. Dabei werden Lenkkräfte, Rückstellmomente und Anlenkkräfte exakt erfasst. Im schweren Gelände, auf Baustellen und in Steinbrüchen muss die Lenkung leicht und exakt zu betätigen sein.
Bei Magirus Deutz wird alles getestet, was getestet werden kann. Ein Reifenabwurfversuch soll Aufschluss über Reifen und Felgen geben. In extremer Kurvenfahrt werden der Reifentyp und der Sitz des Reifens auf der Felge geprüft. Um besonders ungünstige Einsätze nachzuahmen, wird in mehreren Versuchen der Reifendruck immer weiter abgesenkt. Safety first. Ein Magirus Deutz muss allen Einsatzbedingungen gewachsen sein. Fortschritt fordert harte Arbeit. Oder keine Sicherheit und Zuverlässigkeit ohne die Anstrengungen der Männer, die diesen Fortschritt verantworten müssen. Konsequente Forschung, harte Prüfungen und Tests, moderne Produktionsprozesse und ein solides Gütesicherungsverfahren garantieren den hohen Qualitätsstandard von Magirus Deutz. Magirus Deutz arbeitet jeden Tag an der Lösung von Aufgaben, die an das Nutzfahrzeug von heute und morgen gestellt werden. Ein Heer von Ingenieuren und Facharbeitern ist rund um die Uhr beschäftigt, um Probleme zu erkennen, zu lösen und das Bessere zu schaffen. Bei den internationalen Automobilparaden ist dann das Magirus Deutz LKW-Programm vertreten. Fertig für das kritische Auge des Besuchers. Zum Beispiel dieser M310D22FS, ein Spezialist für schwere Auflieger. Dieser M232D19AK, ein harter Bursche für die Baustelle. Dieser M310D22FS mit Betonmischerauflieger. Dieser M310D19S für den Fernverkehr in Exportländer. Oder dieser M80D7FL für den Cityverkehr. Auch in Zukunft ist Magirus Deutz ein Partner für den Fortschritt. Ein Partner mit Magirus Deutz Fahrzeugen.